Ogromna gužva u tržnom centru Ušće, ali ne zbog šopinga. Građani su stali u red da se vakcinišu protiv koronavirusa na novo otvorenom punktu. A nagrada za prvih 100 je voucher za kupovinu od 25 evra. Dok deo ekonomista izražava negodovanje zbog više neselektivnih pomoći građanima, ministar finansija tvrdi da ta novčana izdvajanja ni na koji način ne ugrožavaju makroekonomsku stabilnost države. Svi koji se vakcinišu do kraja maja dobit će dodatnu finansijsku podršku od države u iznosu od 25 evra. Der Gedanke greift um sich. In Israel gibt es Pizza für Geimpfte und frischen, süßen Nachtisch. Auch Geschmack soll Zögerliche überzeugen. Die Idee des Lohns ist bei den Menschen hier umstritten. 13-year-old Joshua says one of the best parts of getting a shot at Mickey D's, lunch on the house. It was convenient. You get free food. I got a combo meal. Ayana Love and her mom had already planned to go out to lunch. Thank you. Enjoy. So this was one meal deal they couldn't pass up. When we drove in and saw them, we were like, yay, she can get her vaccine today. I'm loving it. Greenhouse heißt der Laden und hier gibt's Joints für Geimpfte. Ja, richtig gehört, wer sich pieksen lässt, bekommt als Belohnung einen gerollten Marihuana-Stängel umsonst. Lässt du dich impfen, belohnen wir dich. Es ist deine Wahl. Der Deal funktioniert ziemlich gut. 10.000 Joints gingen in den vergangenen 2 Monaten kostenlos über den Tresen. Den ganzen April über läuft die Aktion weiter. Marihuana als Impfköder, vielleicht eine Idee auch für andere Bundesstaaten wie New York, wo jetzt gerade das Rauschmittel auch für den privaten Gebrauch zugelassen wurde. Auf eine Betörung der Sinne setzt auch die Donut-Kette Krispy Kreme. US-weit bietet sie einen Teigkringel umsonst für Impflinge an. Die Kugeln rollen, nur für frisch Geimpfte. Es locken Geldpreise in Kalifornien und Nancy gewinnt 50.000 US-Dollar. 50.000 für einen Pieks in den Oberarm. Dafür macht sie Werbung. Der Gouverneur freut sich über steigende Impfzahlen. Das Programm wirke. Autos kann gewinnen, wer sich impfen lässt. 5 Stück jede Woche in Moskau. Diesmal heißt der Glückliche Nikolai Bondarenko. Ich kann gar nicht glauben, dass mir das passiert ist. Herr Bondarenko sagt, er habe sich impfen lassen, um sich und andere zu schützen, nicht wegen der Autolotterie. Wer sich eher mit Freibier motivieren lässt, wird zum Beispiel in dieser Brauerei in Missouri fündig. Um die Impfung attraktiver zu machen, ziehen Städte und Bundesstaaten alle Register. Kreuzfahrten werden unter Geimpften verlost, in Ohio sogar 1 Million Dollar. In manchen Bundesstaaten haben diese Anreize richtig viel gebracht. Man konnte sehen, dass dort, wo es zum Beispiel Lotterien gab, die Zahl der Geimpften nach oben ging.